Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich bin gerade nach Haus gekommen und heute ist die M. Asam Wundertüte angekommen und die knistert da drin so richtig. Bin ich gar nicht gewöhnt so von den Wundertüten. Ich bin echt ganz gespannt. Ja, in der Wundertüte sind immer 5 Produkte von M. Asam drin. 34,99 glaube ich, habe ich bezahlt. Und ja, die kommt so alle 3 Monate mal und ich mag das total gern. Ich lasse mich immer gern überraschen, lerne neue Produkte dadurch kennen, die ich vielleicht sonst nicht bestellen würde. Und ja, wir machen mal zusammen auf und schauen mal rein. So, knistert da so. Oha. Einmal dieses Teil hier, das ist ein Selbstbräuner-Applikator-Handschuh. Ja, den Handschuh über die Hand ziehen und den Selbstbräuner auf die helle Seite des Handschuhs geben. Das Produkt mit sanften, kreisenden Bewegungen Körper und Gesicht im Gesicht verteilen. Beugen Sie Ellbogen und Knie während der Anwendung, um Streifen zu vermeiden. Okay, guter Tipp. Ne? Ich mache das nicht so oft, muss ich sagen. Mit dem Selbstbräuner, aber wenn man das gerne macht, ne, das ist der Handschuh und von Flora Mare, da kannst du halt dann so rein und kannst du dir dann den Selbstbräuner rauf und kannst dir das schön überall verteilen und hast das dann auch nicht so an den Händen. Ne? Was habe ich denn da? Ja, weiß ich auch nicht. Gut, ja, das ist, ja, steht hier noch was zur Reinigung? Ach, Hinweis, Handschuh bitte nach jedem Gebrauch mit kaltem Wasser von Hand oder mit der Waschmaschine bei 30 Grad mit dunklen Farben waschen. Nicht für den Trockner geeignet, nicht bleichen bei Raumtemperatur oder an der frischen Luft unter Vermeidung von direktem Sonnenlicht trocknen lassen, den Handschuh. Ne? Und dann immer wieder verwenden. So, das war das erste. Dann haben wir hier von Flora Mare ein Face Serum, Gesichtsserum, das beruhigend, ausgleichend und reparierend sein soll. Ne? Klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Ja, dieses Serum eignet sich optimal zum Ausgleich und zur Beruhigung der gestressten Haut. Ein pflanzlicher Wirkstoffkomplex bringt irritierte Haut wieder ins Gleichgewicht und hilft Rötung und Irritationen zu mindern. Der enthaltene Goldalgenextrakt kann die Haut in ihrem natürlichen Schutzfunktion unterstützen und ihre Widerstandsfähigkeit gegen schädliche Umwelteinflüsse wie Kälte, Sonne verbessern. Gleichzeitig wird die sonnenstrapazierte Haut in ihrer Regenerierung unterstützt. Anwendung morgens und abends oder bei Bedarf auf das gereinigte Gesicht auftragen ja, und sanft einmassieren. Mal einmal aufmachen. Ja, das kommt in so einem schönen Glasfläschchen mit Pumpspender. Das finde ich ja schon mal richtig gut. Na, finde ich mal sehr hygienisch, so ein Pumpspender. Machen wir mal ein bisschen was drauf. Oh. Also wenn, dann hat es einen ganz, ganz leichten Geruch. Ist so eine richtig schöne, dünne Creme oder Serum. Ne? Und ja. Ich denke, das ist so der Eigengeruch von der Creme. Ja. Fühlt sich gut an. Ich bin gespannt. Manchmal habe ich ja so Rötungen oder so. Dafür ist das toll, so ein Serum. Und vor allen Dingen ist es auch sehr, sehr leicht. Und es zieht ja auch schon richtig gut ein. Also das zieht ja schnell ein. Toll. Da freue ich mich drüber. Ein Gesichtsserum von Flora Mare. Ja. Voilà. Das ist das zweite aus meiner Tüte. Dann habe ich hier, was ist das Schönes? M. Asam Aqua Intense. Eine Supreme Hyaluron Creme. Das ist einmal diese hier. Von dieser Serie hatte ich auch noch nichts. Aqua. Schöne, schöne Flasche, ne? Oder Tube. Ja. Was steht dann dazu? Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen und sanft einmassieren. Auch für Hals und Dekolleté geeignet. Genau.
eine Hyaluroncreme. Na? Die ist noch verschlossen. Ich lasse sie erstmal noch zu, weil ich ja noch ein bisschen was in Gebrauch habe. Und sobald du die ja öffnest, musst du sie, glaube ich, ja in 12 Monaten, oder was steht ja, innerhalb von 12 Monate, das geht aber, ne? 12 Monate ist schon eine Zeit, da verbraucht man das auch locker. Genau, 30 Milliliter sind das. Na? M. Asam Aqua Hyaluroncreme. Dann haben wir hier noch so eine Tüte. Mal schauen, was das ist. Einmal haben wir so einen Samtbeutel von Flora Mare da drin. Okay, finde ich nicht schlecht. Einmal eine M. Asam Kollagen Hals- und Dekolleté-Maske. Eine straffende Maske, die enthält pflanzlichen Booster, der die natürlichen Kollagensynthese unterstützt. Zusätzlich sorgen Ceramide für einen gesunden Feuchtigkeitshaushalt und restrukturieren die Haut. Die anspruchsvolle Haut im Hals- und Dekolleté-Bereich erscheint feiner und glatter. Anwendung bei Bedarf auf Hals und Dekolleté auftragen, 15 Minuten einwirken lassen und die Reste mit einem Wattepad sanft abnehmen oder einmassieren und einziehen lassen. Dann würde ich das natürlich einmassieren, ne? Dann habe ich ja noch mehr davon. Hört sich gut an. Für Hals und Dekolleté eine Maske speziell, hatte ich auch noch nicht, finde ich toll. Und dann ist da noch etwas drin. Das ist jetzt hier von M. Asam Hyaluron Repair Creme 24 Stunden. 20 Milliliter. Na? Auch morgens und abends aufs gereinigte Gesicht auftragen. Bestimmt auch, ja, ist auch noch zu. Aber Hyaluron, ich liebe Hyaluron, da freue ich mich riesig drüber. Und auch toll, diese Masken, das sind ja gleich zwei mit Kollagen für Hals und Dekolleté. Das ist dann ja das 1, 2, 3, das vierte. Ja, dann habe ich noch, oh, ich habe noch zwei Sachen, ist mehr drin diesmal. Und zwar Flora Mare Lip Scrub, ein Lippenpeeling. Perfekt Skin, glättend, feuchtigkeitsspendend und pflegend, 30 Milliliter. Das ist einmal dieses hier. Na, ein Lippenscrub, schön. Für schöne, weiche Lippen. Das ist toll. Und als letztes, Magic Finish. M. Asam Magic Finish Satin Eyeshadow. Ja, eine Palette. Na, einmal aufmachen. Und dann holen wir die mal raus. Oh, habe ich die schon gezeigt. So schaut sie aus. Na? Scheinen ja so richtig natürliche Farben zu sein. Aber ich will sie mir mal richtig anschauen. Ja. Das ist aber schön, ne? Könnt ihr das sehen? Eine hübsche Verpackung schon mal. Mit Spiegel dabei. Und tolle Farben. Ne? Also richtig so ein schönes dunkles Braun. Dann haben wir hier so einen Roséton, einen hellen Braunton und auch einmal einen ganz hellen Ton. Da kannst du ein schönes, natürliches Make-up mit schminken. Ja, wollen wir die mal swatchen. Oha, das ist einmal kräftig. Ne? Nehmen wir mal hier dieses Rosé oder ist das ein, ja, so ein, ja, würde ich fast schon sagen, so Rosé, Altrosa oder Braunton. Oh, die sind schön weich, wenn man da reingeht. Fühlt sich gut an. Und das helle nehme ich auch nochmal. Das sind einmal die Farben. Und dann kann ich ja einmal zeigen jetzt. So, das helle. Das ist schön. Dann haben wir diesen ganz dunklen Braunton. Einmal dieses Rosé. Oder ist das so? Ja, Rosé. Oder ja, es ist schon so ein bisschen ins Rötliche. Oder ein ganz rötlicher Braunton vielleicht auch. Also das sind diese vier Farben. Und da kann man doch einen richtig schönen, natürlichen Augenlook mitschminken. Da hätte ich jetzt so richtig Lust drauf. Ich glaube, das mache ich mal. Da mache ich mal ein Video zu. Das sind tolle Farben, ne? Ja, schön, so eine Palette dabei. Also ich freue mich immer, wenn ein bisschen dekorative Kosmetik auch mal dabei ist. Ist ja nicht jedes Mal, ne? Hauptsächlich geht es ja um Pflege, aber ja, schön. Magic Finish Satin Eyeshadow. So heißt die Palette. Das ist dann das sechste Produkt. Also sind sechs
Produkte drin. Ne? Einmal der Handschuh für Selbstbräuner, dann aus der Aqua-Serie von M. Asam eine Hyaluron-Creme, das finde ich auch toll. Ich liebe ja Hyaluron, sagte ich ja schon. Dieses Serum von Flora Mare, das Beruhigende fürs Gesicht, da freue ich mich auch sehr drüber. Ist auch richtig gut eingezogen auf meiner Handfläche so. Dann haben wir auch von Flora Mare einen Lip Scrub, ein Lippenpeeling, auch richtig toll. Probiere ich mal aus. Werde ich euch alles erzählen. Glättend, feuchtigkeitsspendend und pflegend. Ne? Richtig toll. Und dann war ja hier mit dem Samtbeutel, das war ja dann auch nochmal diese drei Produkte hier. Einmal eine Hyaluroncreme, auch Repair 24 Stunden, 20 Milliliter. Dann die Kollagenmaske für Hals und Dekolleté, finde ich auch toll. So speziell für Hals und Dekolleté mal eine Maske machen. Und ein Samtbeutelchen. Auch voll süß. Ja, und natürlich diese schöne Palette. Ne? Da freue ich mich riesig drüber. Genau. So, das war mein Beutel, Wundertüte. Meine Wundertüte diesen Monat. Ja, ich könnte ja mal erzählen. Ihr habt vielleicht ja auch eine Wundertüte bestellt, was ihr drin hattet. Ne? Also mir gefällt meine sehr, sehr gut. Und nun kann ich auch schauen, was bei den anderen drin ist. Habe ich mir extra nicht angeschaut. Ich wollte mich ja auch ein bisschen überraschen lassen. Und ja, ich freue mich. Also da bin ich wirklich auch überrascht, dass da auch mal was Dekoratives bei war. Und Hyaluron ist sowieso für meine Haut richtig gut. Da freue ich mich auch drüber. Kann ich alles gut gebrauchen. Ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.